Hallo, liebe Natur- und Bienenfreunde. Ich habe hier was zum Auspacken. Eine, ja, Wildkamera, eine Fotofalle, wie auch immer ihr das nennen möchtet. Und ihr werdet jetzt sehen, hier oben steht Werbung. Denn ich habe diese Kamera kostenlos zum Testen zur Verfügung gestellt bekommen. Das hat aber keinerlei Einfluss auf meine Meinung. Denn ihr wisst, ich bin absolut ehrlich, ja, sachlich in meiner Meinung. Und es ist hier auch irgendwie kein vorgefertigtes Skript gekommen oder sowas, woran ich mich halten muss, denn sonst hätte ich das hier gleich abgelehnt. Es ist auch keinerlei Geld oder sonst irgendwas geflossen, sondern es geht hier wirklich nur um die Kamera, die ich hier teste. Und ich werde sie euch natürlich dann unten auch ja in die Beschreibung packen und jeder kann dann selber entscheiden, ob er diese haben möchte oder nicht. Das erstmal vorweg zur Transparenz. Ihr wisst, das ist immer ganz wichtig. Aber ich möchte es an dieser Stelle nochmal gesagt haben und damit ihr wisst, warum oben Werbung steht. So, wir haben hier eine Wildkamera-Fotofalle, die doch mit ja, großen Dingern wirbt. Mit 48 Megapixel, 4K, Ultra HD, No Glow. Ja, schauen wir einfach mal. Es sind ein paar Dinge, also 0,2 Sekunden Auslöse. Geschwindigkeit, 2,4 Zoll LCD-Screen. Und ich habe ja schon ja wirklich jahrelange Erfahrung mit anderen Wildkameras, besonders von einem Hersteller, und bin da über die Jahre wirklich sehr, sehr zufrieden. Denn ich hatte auch von diesem Hersteller schon die verschiedensten Kameras und auch hier und da meine Probleme. Und ihr kennt es auch aus den Videos, was so ein bisschen ja diese Feinheiten in der Menüeinstellung angeht. Und dementsprechend werden wir uns auch das hier angucken. Denn ich bin bei den 48 Megapixeln beispielsweise doch sehr skeptisch, denn ich weiß auch, dass das bei der anderen Kamera interpoliert ist und da kommen wir lange nicht auf diese Werte. Aber urteilen wir hier nicht zu früh, denn wer weiß, vielleicht werden wir angenehm überrascht. Okay, schauen wir mal, dass wir das gute Stück auspacken und ja, wir brauchen hier gar kein Messer, wie es aussieht. Übrigens einmal hier so der Rundumblick, auch hier nochmal. Ah, ja. Hinweise, eine typische, ja, Verkaufsverpackung möchte ich jetzt mal behaupten. Und da kommt uns das gute Stück schon entgegen. Da ist noch was Schweres drinne. Und dann gucken wir natürlich erstmal hier rein. Da würde ich jetzt wahrscheinlich sagen, könnten Batterien drinne sein. Ja, ist schon mal richtig. Ja, auch eine typische. Ja, durchaus normale Anzahl. Und guck mal, hier direkt eine 64 GB Speicherkarte in einem Schutzcase. Und wahrscheinlich jetzt der übliche Papierkram. Ja, genau. Also schauen wir hier mal kurz rüber. Haben wir das hier in verschiedenen Sprachen. Da haben wir nämlich beispielsweise technische Daten mit den Megapixeln 48, 40 Megapixel, 32. 24, 16, 12, 5 und bei dem 5 steht dahinter in Klammern Standard. Deswegen gehe ich nämlich ganz stark davon aus, dass wir eigentlich einen 5-Megapixel-Sensor haben und das andere wird interpoliert sein, also hochgerechnet. Das kann durchaus ganz okay sein. Ich finde es aber der Transparenz immer ja schon fair und das auch halt bei den anderen Herstellern, wenn dann da wirklich steht, bis zu beispielsweise, wie es immer so schön ist, oder man einfach auch in Klammern schreibt, interpoliert. Wobei ich glaube, heutzutage viele gar nichts mehr damit anfangen können. Erkennungsbereich 24 Meter. Das werden wir auf jeden Fall ausprobieren. Da haben wir eine Zertifizierung von IP66 und dann gucken wir mal. Hier haben wir noch natürlich verschiedene Dinge, dieses hier erklären. Ja. Würde ich sagen, wagen wir uns mal so dran. Wer braucht schon eine Anweisung? So, das packen wir mal beiseite. Die Speicherkarte, ja, die Batterien freut uns natürlich. Dann haben wir einen, ja, typischen Baumgurt. Ja, verstellbar mit einem Riemen und hier einer Klemme. Auch aus Metall mit Feder. Sieht man hier. Also das finde ich schon mal ganz
Gut, dass das hier jetzt nicht, ja, der letzte Plastikglumpe ist. Kann seine Vor- wie auch Nachteile haben, ne? Natürlich hat Metall den Nachteil, dass es ja, durchaus rosten kann. Da ist wahrscheinlich hier und da ja, ein Spritzerchen Öl ganz ratsam. Aber es macht erstmal einen wertigen Eindruck. Auch hier, ja, das Vernähte. Aber ja, was will man jetzt erwarten? Es ist ein Baumgurt. Es soll ja zur Befestigung, zur Sicherung der Kamera dienen. Dann, was haben wir hier? Das fühlt sich nach einem Kabel an. Genau, ein Übertragungskabel USB-A auf Micro-USB. Okay. Schade, schade, aber okay. Man muss natürlich auch immer so ein bisschen das Preis-Leistungs-Verhältnis sehen. Was haben wir denn hier? Oh, das sieht nach einem Baumhaken aus. Ist ein nettes Tool auf jeden Fall, aber bitte, 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 ja, macht es nicht in gesunde Bäume rein. Wenn ihr irgendwelche Pfosten habt oder sowas, Baumstümpfe, dann ja, kann man das durchaus machen. Aber ja, ist nicht das Beste. Hier ist ein, ja, Gummipropfen drauf, damit man sich hier jetzt nicht unbedingt verletzt. Dann haben wir eine Flügelmutter. Ja, okay. Wenn wir das hier jetzt draufschrauben würden, da unten ist ein ganz normales Stativgewinde. Geht auch ohne Probleme rein, glaube ich. Ja, da packt's. Genau. Und dann kann man die Kamera da befestigen. Wobei, ja, da macht vielleicht die Flügelmutter Sinn. Schauen wir mal eben. Das ist das immer, wenn man ohne Anweisung irgendwas probiert. Aber ich finde es immer ganz gut, wenn man merkt, ob Sachen auch intuitiv sind. Und das probieren wir nämlich hier erstmal aus. So, nehmen wir das. Dann den Ring dazu, der mit Sicherheit, weil er ja auch darin war. So, packen wir ihn damit mal drauf. Und dann, ja, da sieht man, na, hier ist natürlich sofort, ja, kann man es jetzt erkennen? Da kann man es ein bisschen erkennen. Ist natürlich sofort die schwarze Farbe runter. Ist erfreulicherweise, also es ist hier irgendwie, ja, wie so leicht gummiert. Und ist eigentlich matt gehalten, aber man sieht doch, ja, es scheint sehr empfindlich zu sein, was Macken angeht. So, und jetzt gucken wir mal, ob mein Plan aufgeht, wenn wir das entgegendrehen. Na, sagen wir jetzt mal, ne, die Kamera ist hier noch schwenkbar. Und dann wollen wir das hier jetzt in der Position festdrehen. Ups. Ja, würde funktionieren. Also da geht es auf jeden Fall auf. Wenn ihr also diesen Baumhaken benutzen wollen würdet, ginge das. So, da übrigens direkt ein Tipp von mir. Wenn ihr die Kamera ausrichtet, versucht sie immer so ganz leicht nach unten gekippt. Ja, man hier sieht es. Also da finde ich, das könnte durchaus bei den Kameras auch oftmals so sein. Okay, das macht es natürlich schwieriger, wenn man die Äste etwas anders hat. Aber ja, zur Not legt hier hinter irgendwie ein Stück Totholz oder sowas, dass ihr die Kamera vielleicht so ein Stück weit nach unten ausrichtet. Sorgt oftmals generell für, ja, eine bessere Qualität der Bilder. Das gucken wir hier mal. Ah, okay, das können wir auch verstellen. Ach, okay, das ist zum Beispiel eine nette Idee. Es ist Kunststoff. Da, ja, muss man natürlich mal abwarten, wie sich das langfristig verhält, aber grundsätzlich finde ich das gut, denn bei den meisten ist es hier am Gehäuse hinten fest, hat natürlich dann nicht den Nachteil, so wie hier, dass es ja brechen kann mit dem Kunststoff. Ist ein Vor- und ein Nachteil, würde ich jetzt neutral bewerten, aber die Idee ist auf jeden Fall ganz pfiffig, wo man sagen kann, man könnte die Kamera durchaus auch an einem Ast aufhängen und nach unten, ja, ausrichten.
Das ist schon, ja, ganz pfiffig, auf jeden Fall. Es ist ja auch weiterhin sehr intuitiv. Und jetzt schauen wir uns erstmal das Gehäuse an. Okay, man sieht, das reflektiert. Auch wenn es Low-Glow-LEDs sind, finde ich das etwas, ja, nachteilig, denn das ist eine, ja, Spiegelfläche. Sprich, also so, man sollte natürlich schon darauf achten, dass die Sonne nicht direkt von vorne drauf fällt, aber ja, sei es irgendwelche Lampen, Lichter, dergleichen, die hier irgendwie spiegeln und reflektieren können, sofern man natürlich, ja, Wildtiere oder sowas aufnehmen möchte. Und ja, natürlich auch, wenn man vielleicht seinen Garten oder sowas überwachen möchte, hat man hier natürlich eine, ja, vielleicht ungewollte Spiegelfläche. An der Linse ist es nochmal immer ein bisschen was anderes, denn ja, die sollte natürlich frei sein. Und jetzt kommt ein kurzer ASMR-Moment für euch. Okay. Und auch hier, ja, der Sensorbereich spiegelt schon sehr stark. Also man kann es hier erkennen, das Fenster und sowas. Okay, wollen wir uns da mal jetzt nicht zu sehr mit aufhalten. Dafür ist sie auch bedeutend günstiger als viele Mitbewerber. So, okay. Typische, ja, Linsengröße würde ich jetzt sagen. Also ich sage auch immer so, na, Fingerspitzengröße. Und dann gucken wir mal hier. Okay. Also der obere Haken packt sehr gut. Der untere Haken ist so ein bisschen, ja, labberiger. Also man merkt hier, der Kunststoff fühlt sich jetzt nicht, ja, so wertig und langfristig vertrauenserweckend an. Aber okay, da will ich nicht zu voreilig urteilen. Ansonsten ja, ein, ja, recht bekanntes Bild von vielen Wildkameras. Hier unten kann man ja Testmodus anmachen. An und aus natürlich, dann ja die Micro-USB. Schnittstelle, die SD, der SD-Schacht für die Speicherkarte und hier das Batteriefach. So, da gucken wir doch mal jetzt direkt hier rein. So, ja, ist mit der Kordel ganz gut gemacht, dass man das so ein bisschen nach unten ziehen kann, wenn man jetzt nicht so die längsten Nägel hat. Und dann gucken wir doch gleich mal, dass wir die Sachen hier reinpacken. So. So einen festen Kunststoff hatte ich schon lange nicht mehr bei Batterien. Es sind auch, ja, aber das ist mittlerweile bei allen Wildkameras irgendwie gang und gäbe, dass dort für die Ersteinrichtung und die erste Nutzung ein paar Batterien bei sind. Ich bin ja ein Freund dann wirklich von Akkus, also wieder aufladbaren Batterien. Und habe die dann immer, ja, im Wechsel, sodass ich sage, es sind welche in der Kamera und welche zum Austausch. Okay, dann gehen wir mal hin und packen auch die Speicherkarte rein. Da schauen wir mal, wie passt sie denn rein. Steht da überhaupt irgendwas? Steht SD, also nicht Micro-SD, aber mit, wie es sich anfühlt, der Schrift zu uns. Okay, man hört es klicken und dann gehen wir mal ins Menü. Okay, man sieht hier, ja, da geht sie an mit einem Timer. Und dann gehen wir mal zurück in den Testbereich und schauen mal, was uns hier erwartet. Okay, es wird erkannt, dass wir eine SD-Karte drin haben. Hier, ja, Kameramodus 720p. Und hier unten ist das Datum, die Uhrzeit. Dann, ja, da müssen wir uns, glaube ich, mal gleich reinfuchsen. Vielleicht, ja, doch, könnte sein, dass das die
restliche Aufnahmezeit ist. Ne? 7 Stunden, 4 Minuten und 2 Sekunden. Hier unten eine Batterieanzeige. Gucken wir mal. Oh, okay. Schauen wir mal, haben wir denn hier... Die Möglichkeit, da ist. Okay. Dann haben wir hier schon mal die Möglichkeit. Also der Ton ist schon mal, ja, etwas. Gehen wir mal hier hin. Oder sollen wir mal schauen, ob dort irgendwo... akustisches Signal. Das machen wir erstmal aus. So. Okay, gehen wir nochmal zurück. Okay, wir können hier also auch kurz eine Auslösung machen. Okay, wir haben mit Tonaufnahme. Dann machen wir doch jetzt einmal einen kurzen Test. Ja, hier muss man sich so ein bisschen zurechtfinden irgendwie. Aber das ist natürlich auch immer der Nachteil, wenn man einfach, so wie ich, Toni Tulpe mäßig daran geht. So, dann machen wir Auswahl löschen. Löschen. Keine Dateien vorhanden. Okay. Hat ja jetzt geklappt. Dann brauchen wir eigentlich auch keine Formatierung vornehmen. Jetzt machen wir mal kurz hier einen weiteren Test. Okay, wo möchtest du uns denn jetzt hinhaben, liebe Kamera? Test 1, 2, ah, okay. So, probieren wir es nochmal aus. Das ist ein Test der, ja, Mikrofonqualität und ein erster Eindruck der Kamera. So. Dann schauen wir mal, wie schnell sie das verarbeitet. Jetzt bin ich mal kurz ruhig. Okay, also die Lautsprecherausgabe hierüber ist jetzt... ja, eher kontraproduktiv. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo das Mikrofon sitzt. Und ich bin auch mal gespannt über die Sensoren hier unten. Also hier haben wir, wie gesagt, die Nachtauslösung hier. Ja, den vermeintlichen Sensor. Und hier unten haben wir noch mal was. Aber okay, das werde ich auf jeden Fall bei dem ausführlichen Test mir anschauen. So, dann gehen wir hier mal hin und werden auch diese Aufnahme, ne, wir lassen sie drin, als ja, Nachweis für den gelaufenen Test. Das ist doch eigentlich eine gute Idee. Da wollen wir jetzt wieder raus. Okay, dann kommen wir hier wieder ins Menü. Okay, dann fangen wir jetzt mal an hier. Okay, wir werden jetzt uns hier so ein bisschen durchfuchsen. Wir wollen ja natürlich Datum und die Zeit haben. Wir haben, ja, das ist auch mal interessant, ja, da ist der Monat, das ist schon mal richtig. Und wir haben den... ja, wir hätten es vielleicht andersrum machen können. Und wir haben jetzt tatsächlich schon zum frühen
Abend, späten Nachmittag. Die Tasten, ja, ist ähnlich wie bei anderen Kameras auch. Also da muss man sich, glaube ich, jetzt keinen Kopf irgendwie machen. Okay, da gehen wir wieder raus. Passwort schützen wir auf jeden Fall. Sprache hatten wir jetzt. Zeitrafferaufnahme. Zeitraffer. Einzelbilder oder Video. Empfindlichkeit der Bewegung. Gering, mittel, hoch. Das ist natürlich, ja, muss man so ein bisschen gucken, wie es dann aussieht. Was wird wie erkannt? Wird ein Mäuschen beispielsweise erkannt oder nicht? Lassen wir das mal so. Okay, Aufnahmen. Ja, bin ich erfahrungsgemäß mit 10 bis 15 Sekunden sehr zufrieden. Tonaufnahme lassen wir mal an, einfach um zu gucken. Ach so, Aufnahmeabstand. Ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ah, okay, das ist wahrscheinlich nach den einzelnen Videosequenzen. Ja, das sind wieder so diese Feinheiten in dem jeweiligen System. Genau, hier haben wir die eigentliche Videolänge. 10 Sekunden. Ich möchte 15. Das wird wahrscheinlich dann auch erst nach dem ersten Video sein. Ja, hier haben wir beispielsweise. Aber wir wollen natürlich überall die höchstmögliche Qualität. Wir werden gucken. Das macht mich schon ein bisschen stutzig, warum wir hier so niedrige Auflösungen haben. Aber wir werden es sehen. Serienaufnahme, ja. Zwei Fotos, das ist immer okay. Es wird wahrscheinlich hier ähnlich sein wie bei anderen auch, dass nach den beiden Serienaufnahmen dann die Videoaufnahme beginnt. Die Fotoauflösung. Da bin ich wirklich mal gespannt. Ich bin auch mal gespannt, was dann die Metadaten sagen. Foto und Video. Und dann, ja, haben wir den restlichen Kram eigentlich schon drin. Okay, schauen wir mal. Also so grundsätzlich ist natürlich jetzt hier das eingebaute Display. Lassen wir uns mal überraschen. Grundsätzlich macht die Kamera ja ein durchaus. Ah, okay, das sind Benachrichtigungslämpchen. Okay, dann gucken wir nochmal eben. Ah, okay, mit Blau wird dann angezeigt, dass sie gleich scharf schaltet und mit Rot. Ob es da vielleicht auch eine Fernbedienung zu gibt oder man das irgendwie mit einer Fernbedienung scharf schalten kann, weiß ich jetzt so nicht. Da ist mir nichts zu bekannt, aber wir werden es herausfinden. So, also das erstmal zum ersten Eindruck der Kamera. Verratet in den Kommentaren mal, ob ihr die Kamera kennt. Sie ist von K&F Concept. Und ja, wie gesagt, sofern euch die Kamera interessiert, werdet ihr sie natürlich unten in den Kommentaren verlinkt finden. Und ich werde jetzt raus in die Wildnis gehen und die Kamera dort nochmal ordentlich testen, ausprobieren, schauen, was sagt die Bildqualität und was wir auf der Kamera letztendlich vielleicht entdecken werden, was die Metadaten vielleicht auch verraten über die Auflösung der einzelnen Fotos und wie sie sich schlagen wird. Wie gesagt, es ist jetzt nicht unbedingt vergleichbar mit den großen, teureren Markenkameras,
Das muss man sich dann auch immer so ein bisschen bewusst sein, so preis-leistungstechnisch. Aber grundsätzlich, es hat hier so einen leichten, ja, Tarn-Camouflage-Druck drauf. Man kann es hier so ein bisschen erkennen, auch hier so eine leichte Riffelung, was respektive auch so ein bisschen die Reflekturen des Gehäuses wegnimmt. Hier an der Seite ist es dann wieder ein bisschen glatt gehalten. Wie gesagt, was so ein bisschen leider störend ist, auf jeden Fall beim ersten Eindruck. Ihr seht es, sind die reflektierenden Flächen gerade hier bei den, ja, LEDs und ja auch hier oben beim Bewegungssensor. Hier unten, das würde ich jetzt sagen, ist zu vernachlässigen mit den, ja, Benachrichtigungs-LEDs, sage ich jetzt mal. Die Linse ist klar, damit da wirklich gute Fotos bei rumkommen, sollte da möglichst, ja, klares Glas sein. Denn umso weniger davor ist, umso besser wird letztendlich die Bildqualität. Lassen wir uns überraschen. Wie gesagt, ich bin auf verschiedenste Umstände gespannt, wie sich der Kunststoff gibt, wie das mit dem Gehäuse klappt, wie dicht das auch ist. Wir haben hier auf jeden Fall eine Dichtung drinne, was schon mal, ja, gut ist, das auf jeden Fall dafür sorgt, dass das Gehäuse schon, ja, dieser IP66-Zertifizierung auf jeden Fall standhalten sollte, was Staub und, ja, Wasser angeht. Aber es sollte auch klar sein, dass diese jetzt nicht zum Untertauchen gedacht ist, sondern wirklich einfach erstmal dazu da, bei Wind und Wetter draußen irgendwo, ja, wild zu beobachten oder halt vielleicht auch seinen Garten, seinen Schrebergarten zu beobachten, sei es, ja, um da natürlich zu gucken, ob da sich jemand Zutritt verschafft oder auch da die Tiere. Beachtet natürlich immer, wenn ihr solche Kameras nutzt, haltet euch an die jeweiligen Gesetzgebungen. Also ihr könnt natürlich nicht einfach irgendwo hingehen und die Kamera irgendwo aufhängen, sondern ihr solltet euch da bewusst sein, um die Umstände, wie das da aussieht, dass es sich um euren Privatgrund handelt, den ihr da auch überwachen dürft. Genau. Ansonsten, ja, sehen wir uns im nächsten Video in der Praxis mit, ja, den ersten Aufnahmen hoffentlich. Hier habt ihr nochmal so eine kleine, ja, Öse, wo ihr ein Schloss vormachen könnt, um die Kamera, ja, vor Verlust zu schützen. Wobei, ja, da, denke ich mal, muss man sich keine großen Gedanken machen. Das hat man dann gerade hier auch bei der Größe ratzifatzi mit irgendeiner Kneifzange durch. Da könnt ihr wahrscheinlich besser das interne Passwort nutzen, um die Kamera dann, ja, vor Fremdzugriff zu schützen. Genau, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Also bis dahin.